Ich habe in den 400 Tagen auf dieser Welt schon ein Riesenaquarium, einen kleinen Zoo, mehrere Farmen, einen Superschmelter und noch vieles mehr gebaut. Was ich in diesen 100 Tagen gebaut habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Hier sind wir also wieder, Tag 401. Das allererste, was ich machte, war nachzusehen, ob die Fische wohl alle noch lebten, was zum Glück der Fall war. Dann nahm ich mir ein paar Kakteen, von denen ich insgesamt nur 13 besaß, und baute sie vorübergehend auf meiner Main-Insel an. Für eine Kaktusfarm würde ich nämlich ein paar mehr brauchen, für die ich gleich die anderen Items zusammensuchte. Ich baute mich dann ein wenig weg und fing an, eine Kaktusfarm zu bauen. Zwar noch ohne Kakteen, aber schon mal die Vorrichtung. Die ist ja nicht allzu aufwendig und ich musste jetzt nur noch mehr auf die Kakteen warten. Anschließend klaubte ich ein wenig Wolle zusammen, weil ich direkt schon das nächste Projekt angehen wollte. Nämlich wollte ich ein großes Schaf bauen, wo ich mich für den Platz zwischen den zwei alten Villager-Statuen entschied und es dann direkt zu bauen begann. Schaut schon ziemlich lustig aus, muss ich sagen. Natürlich baute ich das aus einem bestimmten Grund. Darin sollte nämlich eine weitere Wollefarm entstehen, wofür ich gleich die ganzen Sachen craftete und vorbereitete. Unter anderem musste ich auch noch Quarz für Observer-Farmen gehen und über 100 Scheren craften. Als ich dann aber alles beisammen hatte, flog ich zum Schaf und das Bauen konnte beginnen. Wie ihr seht, baute ich das in einer U-Form und es gingen sich 19 Kabinen aus. Die leeren Kabinen nützten mir aber ohne Schafe natürlich noch nichts, ich musste sie noch rein befördern. Also baute ich eine kleine Strecke von der Schafsinsel zum riesigen Schaf und führte sie dann nach und nach in ein neues Zuhause. Das war etwas mühsam und dauerte einfach 2 Tage. Immer in 2er-Kohorten brachte ich sie hinüber und als ich dann fertig war, baute ich die Netherrack-Strecke wieder ab und musste nur noch mehr die Hälfte gelb färben. Das machte ich dann auch und die Farm war ready to go. Die Kakteen waren jetzt alle gewachsen, also baute ich sie ab und platzierte sie bei der Kaktusfarm, die so ja echt nicht gut ausgesehen hat. Ich musste eine Verkleidung bauen und so craftete ich mir grünes und hellgrünes Concrete Powder, das ich von der Dubbing-Maschine dann farmen ließ. Ich stand aber nicht AFK, sondern machte währenddessen immer Coarse Dirt zu normalen Dirt. Aber nicht so lange, weil wenn ich zu lange in der Overworld bleibe, währenddessen halt der Duber an ist, dann hängt sich das Spiel auf, wenn ich ins End gehe. Das machte ich dann ein bisschen und zum Schluss kam dann das alles bei raus. Dann musste ich natürlich das Concrete Powder zu normalen Concrete machen, also stand ich für eine Viertelstunde bei meinem Concrete Converter und haute danach ein paar Sandstones in den Ofen, um noch Smooth Sandstone zu bekommen. Dann hatte ich eigentlich alles beisammen und das Bauen des Riesenkaktus konnte beginnen. Was meint ihr, schaut er aus wie ein Kaktus? Ich baute noch die Auffangstelle etwas besser, damit nicht so viele Kakteen verschwendet werden und anschließend auch noch eine kleine Plattform darunter. Damit war die Kaktusfarm dann fertig. Als nächstes platzierte ich Sand bei der Duping-Maschine, aber ich wollte die Zeit im End nutzen, also craftete ich mir meinen zweiten Beacon, baute dann einen Full Beacon mit Haste 2 auf und fing an, Obsidian abzubauen. Das machte ich für circa eine halbe Stunde, was mir insgesamt über 13 Stacks Obsidian und fast 6 volle Schalkerboxen Sand brachte. Ja, Sand hatte ich vorerst mal genug. Den meisten davon knallte ich in den Superschmelter, der aber nicht mehr allzu viel Brennstoff hatte. Also flog ich kurzerhand zur Wither Skeleton Farm und verbrachte dort 20 Minuten. Die Ausbeute hierbei waren über 30 Stacks Knochen und 20 Stacks Kohle. Damit hatte der Superschmelter jetzt auch wieder genug Stoff. Für ein weiteres Bauprojekt wollte ich ein paar Steine beim Cobblestone Generator abbauen, als ich dann drauf kam, dass ich doch einfach einen viel besseren bauen könnte, weil Stein würde ich immer benötigen. Ich klaubte also alle Items dafür zusammen und als ich alles hatte, baute ich mich neben den Superofen und fing an, den besseren Cobblestone Generator zu bauen. Ich dachte dann, dass ich den einen Block zu tief gebaut hatte, nur um dann später festzustellen, dass ich ihn eigentlich doch richtig gebaut hatte. Deswegen dauerte das etwas länger, aber als ich dann fertig war, baute ich daneben einen Full Beacon auf, aktivierte Haste und testete die Cobblestone Farm für 5 Minuten und ja, der ist um Welten effektiver als der alte, fast 30 Stacks Stein. Jetzt hatte ich für das nächste Bauprojekt mehr als genug Stein, aber was mir noch dafür fehlte, war weißes und rotes Concrete, wovon ich mir das Powder craftete und damit kurz den Duper aktivierte. Gleich darauf machte ich es zu normalen Concrete. Dann baute ich eine Dirtfläche auf, damit die zu Grasblöcken werden und als letztes brauchte ich noch Netherwarzenblöcke. Dafür craftete ich meine erste Diamant-Hoe, packte Mending, Fortune, Efficiency und Unbreaking drauf, benannte sie um und eine Sache musste ich auch noch unbedingt machen, sie zu Netherite upgraden. Dabei bekam ich sogar ein Achievement. Mit der neuen Hacke holte ich dann eben ein paar Netherwarzenblöcke und jetzt war ich ready zum Bauen. Ich suchte mir einen guten Platz aus und fing an, die nächste Insel zu bauen. We'll be right back.
Ein stabiler Leuchtturm mit einem Fullbeacon darunter ist es geworden und zum Schluss färbte ich den Leuchtstrahl noch in ein passendes Rot um. Ich muss schon sagen, ich finde den richtig geil. Was meint ihr? Da ich noch keine Verkleidung um den Cobblestone Generator gebaut hatte und der echt hässlich aussah, wollte ich das als nächstes angehen. Dafür wollte ich einen Steinblock rundherum bauen und ich musste mich erst dazu entscheiden, welche Palette an Blöcken ich dafür verwenden wollte. Ich entschied mich dann für hellgraues Concrete Powder, hellgraue Wolle, Cleanstone und graue Wolle. Bis auf das Concrete Powder hatte ich alles, also wollte ich das von der Duping-Maschine farmen lassen, wo auf einmal die eine Seite kaputt war. Ich wusste zwar nicht wieso, aber ich reparierte sie dann direkt und zum Glück ging sie dann wieder. Dann hatte ich alles beisammen und das Bauen konnte beginnen. Für das, dass es dann so aussah, dauerte es echt lange. Eigentlich wollte ich es ja, dass es so aussieht, aber naja. Wenigstens hatte ich jetzt eine Verkleidung und man kann gut reinfliegen. Die ganze Erde wurde jetzt zu Grasblöcken und da es mir zu blöd war, die mit meiner Silk Touch Spitzhacke abzubauen, craftete ich mir eine neue Diamantschaufel, packte Silk Touch, Effizienz, Mending und Unbreaking 3 drauf und benannte sie noch um. Damit ging es auf jeden Fall viel schneller. Lange war es her, dass ich die Villager Trading Insel gebaut hatte. Jetzt wollte ich sie aber endlich mal schöner machen und vor allem fertigstellen. So fing ich an, den Boden etwas zu erweitern und anschließend das Gebäude der Villager etwas schöner zu bauen. Mir ging dann leider der Stein aus, aber da ich ja jetzt eine extrem gute Steinfarm hatte, nutzte ich die natürlich und stand ein wenig AFK. Leider etwas zu lange, meine Netherite Spitzhacke ist nämlich einfach kaputt gegangen. Ja, schmeckte jetzt nicht so, muss ich sagen. Naja, ich machte mir dann einfach eine neue Dia Spitzhacke, da ich aber kein Silk Touch Buch mehr hatte, holte ich kurzerhand einen Villager aus der Breeding Station, bei dem ich einfach beim Second Try das Silk Touch Buch bekam. Ich kaufte mir gleich 5 davon und verabschiedete mich dann von ihm. Da ich keine Level mehr hatte, wollte ich zu meiner Gold XP Farm im Nether gehen, wobei dann das passierte. Als ich dann kurz raus und reinging, sah es dann noch einmal schlechter aus und ich hatte echt Angst um meine Welt. Beim Neustart des Spiels war dann aber Gott sei Dank alles wieder in Ordnung und ich konnte wieder durchatmen. Bei der Pigment Farm dauerte es dann nicht lange, bis ich ein paar Level bekam, mit denen ich dann Effizienz, Mending und Unbreaking 3 raufhaute und natürlich benannte ich sie dann noch um und machte sie zu einer Netherite Spitzhacke. Als nächstes farmte ich dann ein wenig Fichtenholz, beziehungsweise eigentlich sehr viel, mehr als eine Schalkerbox. Dann bereitete ich noch Sachen für weitere Villager-Kabinen vor, holte mir noch einmal Level, mit denen ich Effizienz 5 auf meine Fortune-Spitzhacke klatschte, damit ich mit der auch noch schnell Cobblestone farmen konnte. Dann war ich eigentlich ready, nur kam ich nach ein paar Minuten drauf, dass ich für die Trading-Insel kein Fichtenholz, sondern Dark Oakwood verwendete. Also farmte ich noch kurz Dark Oakwood, aber jetzt war ich wirklich ready. Das Bauen konnte also beginnen. Am 438. Tag war ich dann fertig und ich finde, dass die Trading-Insel jetzt richtig geil aussieht. In der Mitte unter der Insel baute ich dann einen Fullbeacon auf, dessen oberste Schicht ich mit Diamantblöcken füllte. Dann ging es an das Bestücken der Kabinen. Ich holte die nächsten Tage also einen Villager nach den anderen auf seinen neuen Arbeitsplatz. Als erstes 3 Schäfer, dann 3 Gerber, dann 3 Rüstungsschmiede, dann 3 Werkzeugschmiede und zum Schluss noch 4 Farmer und 4 Kartografen. Das dauerte seine Zeit, aber als ich dann fertig war, tradete ich kurz mit den Schäfern und einer bot mir sogar zufälligerweise gelbe Wolle an, was mir für das Pixel Art sicher weiterhelfen wird. Da ich zwischen den einzelnen Bauten immer hin und her fliegen musste, zum Beispiel von dem Superofen in mein Lager und das schon etwas nervte, wollte ich das endlich mal ändern. Also fing ich an, einen kleinen Weg von der Trading-Insel zu den anderen Gebäuden zu bauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich das Wahre ist, was ich da gebaut habe, aber vielleicht baue ich den Weg mal aus Glasblöcken. Schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, ob ihr es so lassen würdet oder ich den Weg aus Glas bauen sollte. Als nächstes wollte ich endlich mal mein Schwert aufbessern, da es noch nicht allzu gut war. Dazu brauchte ich noch ein Sharpness 4 Buch und ein Sweeping Edge 3 Buch, wobei ich keines davon noch hatte. Also holte ich kurzerhand 2 Villager und hoffte darauf, dass ich eines von den beiden Büchern bekomme. Das dauerte etwas und ich gab mich dann mit einem Sharpness 1 Buch zufrieden. Für das andere Buch musste ich auch etwas länger probieren, aber kaufte es dann auch gleich. Jetzt musste ich nur noch mehr die Bücher auf das Schwert klatschen, wofür ich aber keine Level mehr hatte. Also ging ich zu meiner OB-Farm in Nether, wo die Level einem einfach nur zugeflogen kommen. Das Schwert bekam also Sharpness 5, aber für das letzte Upgrade hatte ich wieder zu wenig Level, also stand ich wieder ein paar Sekunden bei der Farm und dann konnte ich das Schwert vervollständigen. Zumindest fast, ich musste es natürlich noch zu Netherite machen.
Da ich davon aber keines mehr hatte, stand ich 5 Minuten bei der Creeper Farm und wollte mir TNT craften, wo ich dann drauf kam, dass bei der alten Monster Farm ja auch noch ein paar Stacks Gunpowder lagen. Ich craftete mir 6 Stacks TNT, braute noch Feuerresistenztränke und ging dann in den Nether, wo ich die nächste halbe Stunde auf Ancient Debris Jagd ging. Mit TNT ging das ja relativ easy und meine Ausbeute waren 32 Stück. Damit konnte ich mir ganze 8 Netherite craften, womit ich gleich das Schwert, die Schaufel und den Brustpanzer aufbesserte. Ich ging dann einmal nachschauen, wie viel mir die Wollefarm schon eingebracht hatte, was eher eine Enttäuschung war. Anscheinend arbeitete die Farm die meiste Zeit nicht, weil ich zu weit weg war. Da ich jetzt aber sowieso wieder ein etwas größeres Bauprojekt angehen wollte, nämlich eine kleine Stadt, konnte ich das gleich damit verbinden und so entschied ich mich einfach, die neben dem Riesenschaf hinzubauen. Ich stand also ein wenig bei der Steinfarm und fing dann gleich an, die Plattform dafür zu bauen. Natürlich konnte ich den Boden nicht einfach aus Stein lassen. Grasblöcke hatte ich aber leider viel zu wenig und so musste ich wieder die Methode mit Coarse Dirt benutzen, was relativ lange dauerte und mir dann irgendwann sogar die Gravelblöcke ausgingen. Ich ließ mir also 10 Minuten Gravel farmen und konnte dann mit dem Boden der neuen Stadt vervollständigen. Da meine Hoe von dem ganzen Coarse Dirt ziemlich mitgenommen wurde, stand ich wieder ein wenig bei der Goldfarm und ließ sie reparieren. Dann ging das Bauen der neuen Stadt auch gleich los und ich begann mit dem groben Grundriss. Dann klaubte ich ein paar Sachen zusammen und baute in der Mitte einen kleinen Brunnen und ein wenig Deko rundherum, was meiner Meinung nach doch ganz stabil aussieht. Für das Haus, was ich jetzt bauen wollte, musste ich noch ein paar Blöcke vorbereiten, darunter ein wenig Eichenholz und weißes Concrete. Als ich dann aber alles beisammen hatte, konnte das Bauen des allerersten Hauses beginnen. Der grobe Bau war also fertig und ich holte dann gleich ein Pferd und dann noch ein Maultier, die ihren Platz jetzt im Gehege vom allerersten Haus fanden. Anschließend kümmerte ich mich ein wenig um die Inneneinrichtung des Hauses und wollte dann noch den Außenbereich etwas dekorieren, wo der Platz aber nach hinten hin nicht ausgereicht hat. Also farmte ich mir wieder einiges an Erde und auch noch Stein. Mit dem erweiterte ich die Insel auf jeder Seite um 4 Blöcke. Jetzt war der Platz da und ich verschönerte noch das Haus rundherum. Dann war ich aber fertig und mein erstes halbwegs ernstzunehmendes Haus in der One-Block-Welt stand jetzt. Was meint ihr? Ich find's ganz cool. Ich ging dann bei der Wollefarm nachsehen, wie viel sie mir in der Zwischenzeit gebracht hatte und das war zum Glück einiges mehr als zuvor. Damit konnte ich das Pixelart jetzt weitermachen, was ich auch direkt machte. Ich verwendete nicht nur die Wolle von dem Megaschaf, sondern auch noch die von der alten Wollefarm, bis ich dann wirklich null gelbe Wolle mehr hatte. So sah das dann aber aus und so langsam nimmt es schon Form an. Die zwei Tiere bei meinem neuen Haus benannte ich dann um, das eine in Premium-Pferd und das andere in stabile Stute, was jetzt nicht die besten Namen sind, aber naja. Dann transportierte ich die gesamten Items vom One Block in mein Lager, wo ich dann auf die Idee kam, das doch einfach zu verbinden und auch automatisch zu machen. Das wollte ich aber auch cool verpacken und baute mal so zum Schauen dieses grüne Rohr von Super Mario hin, was mir echt gefiel, also entschloss ich mich das auch zu bauen. Ich fing gleich beim ersten Ende an zu bauen, nämlich bei der Megakiste, bis mir dann halt das hellgrüne Concrete ausging. Also ließ ich mir das dann von der Duping-Maschine farmen und parallel dazu machte ich es auch gleich zu normalen Concrete, bis mir das zu stressig wurde, ich alles auf einmal dupen ließ und dann alles auf einmal zu normalen Concrete machte. Am 477. Tag war ich damit fertig und nachdem ich kurz meine Werkzeuge noch reparierte, konnte das Bauen des Super Mario Rohrs weitergehen. Schaut schon recht lustig aus, muss ich sagen, oder was meint ihr? So brachte mir das Rohr ja nichts, ich musste daraus ja noch einen Item-Transportierer machen. Also fing ich an, mittendrin diesen zu bauen, nämlich einfach aus Eis und Wasser. Jetzt war zwar der waagrechte Transport schon gemacht, aber zum Schluss müssen die Items ja noch nach oben zum Kistenlager transportiert werden. Also klaubte ich mir die Sachen für einen Item-Elevator zusammen und baute den auch direkt, was nicht allzu schwer war. Somit war das System eigentlich abgeschlossen und mit einer kleinen Redstone-Konstruktion brachte ich sie dann zu Ende. Die Stunde der Wahrheit war jetzt gekommen und wie ihr seht, funktionierte der Item-Transport lupenrein. Das neue System nutzte ich gleich aus und stand ungefähr 20 Minuten beim One-Block, wo ich die 30.000er Marke knackte. Für das nächste Haus, was ich jetzt bauen wollte, stand ich kurz bei der Concrete-Konstruktion und holte mir ein paar Stacks weißes Concrete, mit denen das Bauen dann beginnen konnte.
Als ich damit fertig war, holte ich mir Jungle Leaves und ein paar Ranken, mit denen ich dann den Außenbereich des Hauses noch ein wenig verschönern konnte, was, finde ich, das Haus etwas schöner machte. Da die Kisten mit den uneinsortierbaren Items schon komplett am Übergehen war, sortierte ich die nächste Viertelstunde die paar Sachen noch ein, aber zum Glück muss ich das ja nicht öfters machen. Dann wollte ich wieder einmal beim Zoo weitermachen, diesmal aber einen etwas größeren Mob, nämlich einen Ghast, wofür ich gleich einmal den Käfig baute, der natürlich etwas größer sein musste. Jetzt musste ich nur noch mehr den Ghast reinbringen, was sich einfach anhört, aber ich war mir nicht sicher, wie ich das am besten angehen sollte. Ich braute Unsichtbarkeitstränke und fand dann leider heraus, dass ich ein Ghast trotzdem abschießen kann, was jetzt nicht so optional war. Naja, ich platzierte dann noch ein wenig Lava im Käfig und der Moment der Wahrheit war gekommen. Ich platzierte den Ghast, aber der blieb einfach in der Wand stecken und ging leider ein. Zum Glück hatte ich ja noch ein weiteres Spawn-Egg, das ich diesmal am Boden platzierte und es schaffte. Ich musste ihm aber noch ein Nametag geben, was auch nochmal kurz scary war, aber auch ohne Probleme ging. Bei dem einen Mob wollte ich es natürlich nicht lassen, also fing ich an, die dritte Etage zu bauen. Für den Slime-Käfig hatte ich nur leider nicht genug Slime-Blöcke, aber die anderen konnte ich schon mit den Tieren bestücken. Als erstes war das Maultier dran, dann der Endermite, dann das Skelett und das war's dann. Die Schalker wollte ich als nächstes holen und ich dachte mir, dass ich die am schnellsten durch den One-Block bekomme, also baute ich den ein paar Minuten ab und bekam relativ schnell eine Schalker. Ich schaffte es aber leider irgendwie nicht, sie in das Boot oder das Minecart zu bringen und außerdem sah ich zum ersten Mal in meinem Leben eine fliegende Schildkröte. Naja, die Schalker tötete sich dann selber, ich wollte es aber noch einmal probieren, also stand ich bis zur nächsten Schalker noch circa 20 Minuten beim One-Block. Ich schaffte es aber auch bei dieser Schalker absolut nicht, sie in ein Boot oder Minecart zu bringen, was eigentlich gehen sollte. Um dabei noch einmal sicher zu gehen, flog ich kurz zu einer End-City und dort ging es komischerweise ohne Probleme. Naja, ich werde das also nur schaffen, indem ich eine Schalker vom End in die Overworld befördere. Das wollte ich auch gleich machen, wo ich als erstes eine der nächsten End-Cities suchte. Ich fand dann recht bald eine und unten wartete schon die auserwählte Schalker auf mich. Die setzte ich gleich in ein Boot und dann fing ich an, den weiten langen Weg zur inneren Endinsel zu bauen, was ca. 1000 Blöcke waren. Ich war dann dort angekommen und musste jetzt sehr, sehr viele Schienen craften. Dabei holte ich Eisen von jeder der Eisenfarmen, wo das die Ausbeute der ersten Farm war, das der zweiten, das der zwei kleinen und die Farm im Nether hat wieder einmal komplett alles zerstört. So übertrieben viel, dass sogar die Hopper nichts mehr aufsammeln konnten. Insgesamt hatte ich dann eine Schalkerbox voll an Eisenblöcken. Ich craftete mir dann ein paar Schienen, mit denen ich dann den Weg von der inneren Endinsel zur Endcity anging, was auch ein Weilchen dauerte. Dann war es soweit und die Reise für die Schalker ging los. Um das Endportal herum musste ich noch eine Plattform aus Slabs bauen, damit die Schalker auch sicher durchs Endportal geht. Die Schalker brachte ich dann ins Endportal und ich musste nur noch mehr das Boot kaputt schießen und zack war sie in der Overworld. Dort brachte ich sie in ihr neues Zuhause, nur leider konnte ich das Minecart nicht mehr zerstören, aber egal, Hauptsache ich habe die Schalker da drinnen. Den letzten Tag nutzte ich noch mit ein wenig Aufräumen der Insel und ich ging das erste Mal nachschauen, wie viel mir die Kaktusfarm einbrachte, was sich schon sehen lassen konnte. Dann war es schon Abend und ich betrachtete noch den Sonnenuntergang. Das war es, ich habe 500 Tage in Minecraft Hardcore One Block, ohne zu sterben, überlebt.